Ich lass mich nicht impfen, weil ich jung und unsterblich bin, Alter! Entspannend. Du solltest der Gesellschaft erstmal unter die Arme greifen, weil die Impfung schiebt aber mal ganz anders! Würdest du dich jetzt impfen lassen? Perfekt. Digga, ich kann dazu halt gar nichts sagen. Ja, du bist ja Impfgegner, nichts. Du kannst dich ja dazu mal positionieren. Ich, nee. Nee? Ich, Okay. Nee, alles einfach klar. Nur nein. Perfekt. Die Kids wollen. Über 100 Euro. Oder Tommy, jetzt kann man auch langsam mal chillen. Ich glaube, nicht alle Leute bedanken sich nämlich dafür. Das ist jetzt ja auch... Ich höre nichts. Du hörst gar nichts? Ich, also schon was, aber nicht viel. Ja. Ich muss mich richtig anstrengen. Ist es der Sinn davon? Und erstmal nichts Verwerfliches. Jeder so, wie er Lust hat, würde ich behaupten. Ist lauter auf jeden Fall. Reicht es dir jetzt? Und trotzdem danke ich dir. Danke für den Big Support, Mann. Nochmal für 10 oben drauf. Perfekt. Wie würdest du reagieren, wenn dir jemand 100 Euro spendet? Ist das die 20. oder 21. Blonde diesen Monat? Danke für den Euro, Bro. Das ist schon mies. Ich fühle mich übelst hier, ja. Wie nennt man das? Beschissen. Beschissen. Ganz genau. Einfach nur beschissen. Nein, tatsächlich, Chat, ist es, wie gesagt, meine Schwester und ich würde jetzt auch für ein bisschen Respekt bitte bitten, ja? 70. Boah, imagine, Leute, wenn wir so 70 sind, alles klar, weil wir jetzt 0 sind, Digga. Nee, warte mal. Wenn wir 50 sind, nee, macht auch keinen Sinn, wir sind ja nicht 0. Wenn wir so 70, 80, 90 Jahre alt, ich hoffe, wir schaffen das natürlich alle gemeinsam, dann seht ihr einfach so fliegende Thronen. Was? Karim, halt deine Fresse. Wirklich, halt dein Maul. Sollen die auch sonst machen? Fahren? Geisteskrank. Er hat gerade gesagt, keiner würde mich daten, aber ich hatte seinen Vater letzte Nacht. Mies gegeben. Aber schon. Guck mal, der arme Justin, er glaubt es. Wallah, Krise. Würdest du sagen, also würdest du tatsächlich dein Vater von ihr... Mein Dad ist ein Playboy. Alles klar. Dann haben wir noch Honeymoon hier. Hallo. Honeymoon. Yes. Ron. Kennst du doch Honeymoon, oder? Bilecki, first outfit. Oh Gott. Ja, Ron. No. Too much street. Oh. Oh shit. Oh. Also, das ist das letzte Outfit, was er tatsächlich Justin gezeigt hat bei seinem Outfit-Video. Da hat er sich dann einfach gar nichts mehr angezogen. Ich finde es einfach nur perfekt. Es ist einfach nur noch entspannt, oder? Ja. Ja. Oh! 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 Was? Weiß ich nicht, irgendwelche Amis. Bin drin. Möchten Sie auch nicht Blaulicht vielleicht anmachen? Machen Sie das an, ich habe keine Zeit. Das geht nicht als Beifahrer. Oh! Kein Sancho? Ach, kann man GTA auch zu zweit spielen? Das ist GTA Roleplay, ja. Also ich habe normales GTA für PlayStation zu Hause. Ja. Das ist aber nicht Roleplay, oder? Doch. Ich kann da nicht Roleplay spielen. Doch, du kannst da rumlaufen. Echt? Und so tun, als wärst du wer anders, ganz alleine. Ja, aber ist doch scheiße, wer spielt das alleine? Opfer. Ja. Hä? Ja. Hä? Ja. Versteh ich nicht. Nee, es geht nicht, du brauchst einen PC dafür. Ja, hab ich. Okay. Was soll ich denn sonst streamen? Hä? Hä? Was? Was? Alles klar. Ja. Loser. Ich habe Augenschmerzen. Also, okay. Augenschmerzen haben sie, okay? Also es sind einmal da ihr gesamtes... Bist du aufgeregt, heute Trimax zu treffen? Ja, gell? Ganz genau. Ja. Nicht der mit den roten Haaren, tatsächlich. Ich glaube, der ist unnormal nett, oder? Sympathisch. Der ist unnormal besoffen wahrscheinlich später. Ja, perfekt. Perfekt. Passt ja perfekt zu uns. Super. Was soll das jetzt? Verstehe ich nicht. What the fuck? Ist das rausgerutscht. Dass die sitzen auf der Couch, das gefällt euch doch, oder Chat? Das gefällt euch das. So krass, dass wir das einfach in den Stream reingekeyt haben, wie Sascha raucht. No joke, weil Sascha, also crazy. Yalla, goodbye. Jacke kommt böse, Erik, mein Lieber. Sehr, sehr korrekt von dir. Danke, Mann. Danke, Nico. Ein mathematischer Merksatz lautet... Ich sag's dir, wie es ist. Ich habe Nico tatsächlich eben einen Gutschein fürs Gym geholt, weil ich dachte, wir gehen diese Woche noch trainieren. Ich glaube tatsächlich, dass wir diese Woche einfach nur zusammen abstürzen. Das war's. Also ich glaube nicht, dass wir... Ich verstehe es nicht ganz. Ist Nico... Hä? Was? Wie wollt ihr denn zusammen ins Gym gehen? Indem er hier ist. Wegen Gamescom? Ich glaube schon, ja. Perfekt. Ja.
lautet Minus mal Minus ergibt Plus. Minus mal Minus ergibt Plus. Das Headset-Teil ist so. Das ist, wenn du minus 5 Euro bist, also mir 5 Euro schuldest, Trimax 5 Euro schuldest, dann hast du so gesehen 10 Euro auf dem Konto. Ach du Scheiße, Mann. Jens, bitte, nein! Hör auf, verarscht mich nicht. Verarscht mich doch nicht. Macht der so Badewanne-Streams oder was? Knossi macht nur Hot-Up-Streams, genau. Kennst du Knossi? Ja. Wie findest du den? Tatsächlich auch schon kennengelernt. Ja, und? Mhm. Entspannender Charakter, oder? Sehr ruhig, ich mag ihn. Aufbrausend. Tatsächlich ja. War er nicht so... Ach so, ja, er hat jetzt Dings gemacht. Entzug und nimmt keinen Koks mehr. War letztes Jahr. Letztes Jahr? Mhm. Oh. Wir haben ein bisschen über Botox und Hyaluron in meinen Lippen geredet. Ja. War hast sehr entspannend. Hast, wie heißt das? Hyalalalaron. Hast du das in den Lippen? Mhm. Warum? Sprichst du nochmal aus? Hyaluron. Hyaluron. Hä? Was? Hyaluron? Hyaluron. 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 Jetzt kann ich selber nicht. Hurensohn. Ganz genau. Das hast du in den Lippen? Genau. Perfekt. Rezo, Junge, der Echte. Hier ist er doch. Könntest du bitte den Fussel auf deiner linken Schulter entfernen? Sascha, da ist kein Fussel. Das ist dein Arm. Was? Lisa. Ich hätte es halt safe auch nicht gecheckt. Voilà, der Arme. Er wollte nur entspannt Shisha rauchen. Noch nie in der Badewanne Pfeife geraucht. Seid mal ehrlich, hat das jemand von euch schon mal gemacht? Also wirklich schon gottlos, Alter. In der Badewanne Pfeife rauchen, Alter. Nee, wer Digga. Ist das? Bro, das ist doch irgendwie... Gigant. Mit dem spiele ich gerade jeden Abend zusammen GTA und ich werde immer depressiver. Wer ist das? Gigant. Habe ich noch nie gehört. Nee, der wohnt doch auf Madeira tatsächlich. Perfekt. Perfekt. Zählt das? Dann ist man wirklich süchtig. Also beim Kacken so Pfeife rauchen könnte ich noch irgendwie fühlen, weil dann ist man ja auch so 15, 20 Minuten ja. So im Bad und so, ja. Aber beim Baden, Alter? Badet. Oh, ist man beim Baden nicht sau lange ja, in der Badewanne, hä? Ja, eine halbe Stunde wie lange so, kackst oder? Du? Also wenn du jetzt so wirklich, also sagen wir mal, du hast richtig fett Burger King gegessen und würdest danach fett scheißen gehen. Wie lange kackst du dann so? Ist voll ekelhaft und bei mir merkt man das nicht. Achso, du bist einfach kurz weg und dann bist du wieder da. Ja. Alles klar, okay. Bist du 2 Minuten oder wie? Ich verstehe jetzt mal ganz ehrlich. Oh, warte mal. Kannst du es lassen? Was macht ihr 20 Minuten auf der Toilette, wenn ihr zum Scheißen geht? Verstehe ich nicht. Handy, TikTok, keine Ahnung, ich habe mir auch schon mal beim Kacken den Intimbereich rasiert. Nee, oder? Ja, wenn ich am Klo sitze und das Zeit habe. Bist du ekelhaft? Warum bin ich denn ekelhaft? Wer macht denn sowas? Ja, ich sitze doch auf Toilette, dann fällt das direkt ins Klo. Ist doch überpraktisch. Meinst du das jetzt ernst? Ja, ist schon mal passiert. Und sonst hänge ich da einfach mit dem Handy oder lese ein Buch oder so. Ich lese kein Buch. Du liest kein Buch. Ich habe hier ein Buch liegen. Wen wollen wir hier belügen? Mein Chat will. Ja, mein Chat. Das den ganzen Tag? Nee, jetzt, aber hä? Aber Handy, TikTok, aber irgendwas? Warum? Also warum? Warum auf der Toilette? Warum ist es auf der Toilette besser, als man macht es auf der Toilette schnell und dann eins in den Chat, anderes? Eins in den Chat, wenn ihr die ganze Zeit am Klo Handy grindet. Ja, also, ich weiß, jeder macht das von den Männern. Aber warum? Guck mal, wie viele Leute das machen. What the fuck? Natürlich. Ja, aber das ist doch normal. Das beantwortet nicht die Frage. Ja, warum man das macht? Ja. Weil es entspannend ist? Weil es entspannend ist. Perfekt. Perfekt. Josi, Heikin, danke schön für dich. ABK-Informant. Yo. Ey, was geht, Bro? Die Cam wackelt. Die wackelt doch gar nichts, Digga. Ich weiß gar nicht, was du hast. Oder läuft deine fette Mutter gerade die Treppen bei mir hoch? Oh. Junge, warum, Bro? Warum, Monte? Wieso? Der hat nichts getan. Vor AMG. Knossi wird einfach entführt. Wollt ihr mich verarschen? Du mich verarschen, oder was? An wen erinnert dich das? An welchen YouTuber? An welche YouTuber? Welche YouTuber haben einen Strumpf auf dem Kopf? Nein. Was? Hä? Kennst du nicht die Videos von den Prank Bros? Stimmt. Aber das Lustige ist, dass Knossi tatsächlich entführt worden ist und ich gerade eben eine Nachricht bekommen habe über eine Lösegeldforderung von 10.000 Euro und ich habe die einfach weggedrückt. Ja, perfekt. So muss man es ja auch machen. Mir doch scheißegal. Ich kenne den ja nicht mal. Jens. Genau. Woher? Wie beendet man das? Off oder so? Meinung zu Albaner. Ein Albaner hat mir mal ein Sprichwort gesagt, so, das ist eine krasse Weisheit. Er hat gesagt, das Muschihaar einer Frau kann 1000 Schiffe ziehen.
Was? Stimmt das? Was? Hab's noch nie ausprobiert. Alles klar. Weiß nicht. Ich habe auch leider keine 1000 Schiffe. Sorry, dass das Video so kurz war, aber die zweite Impfung kickt rein. Gute Nacht. Wieder mal kein Konzept. Anthony, danke schön. Videos, die keiner checkt, check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos, sieht man das? Sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nichts verpasst. Meine Clips, so ein geiles Produkt. Was ist das? Täglich neue Videos, denn ihr kriegt nicht genug. Also abonniere kein Konzept oder Big Mac, bahn den Weg. Ja. Es gibt kein Endclip. Ach, ihr Wichser, jetzt habe ich dafür gewartet und dann gibt's kein Endclip. Schade, Mann, schade.